Hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus dem schönen Alanya. Ein bisschen bewölkt, aber schön warm ist es. Ah, unser Pool wird vorbereitet. Ja, da ist einer und macht sauber und verfugt. Endlich, endlich, geile Nachrichten. Ja. Da wird bei uns wahrscheinlich, geht es dann am 1. Juni los. Ja, ja, was ist heute, steht heute auf dem Plan? Heute steht auf dem Plan, mit der Alexandra mal einen Bluttest zu machen. Ja, wir wollen unbedingt mal wissen, wie ihre Hormone sind. Ich habe meine letzten auch checken lassen. Und yes. Und wir zeigen euch mal, wo diese Klinik ist. Und da kann man ganz cool einfach reingehen und sagen, hallo, ich würde gerne meine Blutwerte checken lassen. Dann haben die so eine Liste, die habe ich mir mal fotografiert. Und die kann man, da kann man dann ausfüllen, was man haben will. Und wir machen jetzt hier so, was ich, 15 Blutwerte bei der Alexandra. Das ist total geil, kannst du selber Arzt spielen. Dann wird Blut abgenommen und abends kriegst du das Ergebnis. Wir zeigen euch aber, wo das ist. Und es ist relativ günstig, je nachdem, was es halt für ein Wert ist. Wir mal gucken, was es heute kostet. Und dann könnt ihr auch mal eure Blutwerte checken. Wir werden auf jeden Fall auch B12 und Vitamin D3 checken bei der Alexandra. Bei mir war das top. Vitamin D3 bei mir ein bisschen hoch, deswegen mache ich jetzt mal ein bisschen Pause. Und Omega-3-Fettsäuren will die Alexandra noch testen und dann halt nochmal die ganzen Hormone, auch Schilddrüse und Cortisol und Progesteron und sowas. Weil wir kommen langsam in ein Alter, wo man auch mal gucken muss, funktioniert noch alles gut? Muss man vielleicht mit einer anderen Nahrungsergänzung ein bisschen gegenarbeiten? Muss man vielleicht gewisse Sachen essen? Oder muss man vielleicht ein bisschen mehr meditieren oder so? Es ist einfach so, wenn dann gegen 50 Jahre gehst, ja, dann ist es langsam so, dass man mal ein bisschen gucken muss, dass alles gut funktioniert. Deswegen checken wir das einfach mal. Und dadurch, dass das so einfach ist, machen wir das jetzt mal. Ja, wir waren jetzt gerade hier in der Anmeldung. Das ist diese Klinik hier, Sietra Polyklinik. Die machen alles Mögliche. Da könnt ihr euch auch EKG schreien lassen. Ultraschall haben wir hier mal gemacht. Röntgen sehe ich gerade. Muss natürlich alles erstmal selber bezahlt werden, ist eigentlich so eine klassische Urlaubsklinik. Oh, jetzt habe ich es im Hals. So, jetzt besser. Aber es ist recht günstig, ja, jetzt die Blutwerte, ich muss das eine abziehen, weil das relativ teuer war, das hätten wir gar nicht machen müssen. Omega-3 und Vitamin C wollten wir mal wissen, das ist relativ teuer, das ziehe ich mal ab. Also ich glaube jetzt die größten Teil, also unter 100 Euro hat es auf jeden Fall jetzt gekostet. Ganz viele Werte und die Alexandra, man füllt da mit denen aus, was man haben will, lässt dann entweder seinen Reisepass oder das ICAMET kopieren, schreibt seine Telefonnummer da drauf für WhatsApp, dann bezahlt man und dann geht man hier von diesem Eingang hier rüber an die Seite und da wird dann das Blut abgenommen, meistens nur ein Röhrchen, vielleicht auch mal zwei, wenn es verschiedene Testlabore sind. Ja. Hier hinten ist dieses Bütchen. Und dann kann man das abnehmen lassen und meistens, also bei mir war es jetzt mal so, ich habe um 10 Uhr morgens den Test gemacht, damit auch so wie kurz vor 11, glaube ich. Und dann kamen abends schon die Ergebnisse per WhatsApp als PDF, den kann man dann ausdrucken oder kann sie speichern oder weiterschicken und hat dann seine aktuellen Blutwerte. Also es ist mega, mega, mega komfortabel. Der ganze Prozess mit Anmelden, Bezahlen, Blut abnehmen dauert vielleicht mal 10 Minuten, Viertelstunde. Und das ist für mich jemand, der sowieso sehr gerne selber Sachen rausfindet und testet, total super. Da brauche ich dann auch keinen Arzt. Wir haben aber auch gute Ärzte hier, auch Chirurgen. Also wenn ihr mal was habt, das irgendwie eingerissen ist, ihr habt aufgeplatztes Knie oder habt euch wehgetan, also das, die Kleinigkeiten könnt ihr hier machen. Für größere Sachen wie Gips und sowas, dann müsst ihr halt schon in ein größeres Krankenhaus. Aber diese kleine Poliklinik, da sind wir super, super dankbar, dass die hier in der Nähe ist. Weil da kannst du dann diese Kleinigkeiten machen. Ja. Wir sind ja auch in der gesetzlichen Krankenkasse hier und haben eine Zusatzversicherung, aber die nutzen wir nur für größere Dinge. Alles so bis zu 100 Euro, ey nee, da fahre ich nicht eine halbe Stunde in die Stadt und stelle mich da an und hole mir noch einen Übersetzer und das. Das ist mir alles zu kompliziert, da machen wir das lieber hier und zahlen das so. Unsere Zeit ist halt auch wertvoll und das möchte ich dann halt dementsprechend einsetzen. Natürlich, wenn man sagt, ich habe Zeit, ich verdiene auch kein Geld mehr, ich kriege meine Rente oder so oder ich muss nicht mehr arbeiten und ich mag das gerne, dann kann man natürlich immer ins Krankenhaus fahren. Ja? Das geht auch. Als jetzt wärmer wird, sind wir in den LC Waikiki mal gefahren, auch um unseren Kindern mal ein bisschen was mitzubringen. Hier kann man das ganz gut zurückgeben alles. Man sollte nur das Zahlmittel dabei haben beim Zurückgeben, was man auch benutzt hat. Also die buchen ja, das dann. Man, ja.
die buchen das dann zurück auf die Kreditkarte oder sowas. Ja, wenn man das mit Karte bezahlt hat, wenn man das dann nicht dabei hat, gibt es Probleme. Ja. Oder ihr zahlt bar, dann kriegt ihr halt das Geld zurück. Sehr günstig der Laden, so C&A-Qualität und C&A-Preise, würde ich mal sagen, wie früher. Und ich hatte mir überlegt, ob ich mir ein bisschen was Hochwertiges kaufe. Seitdem ich jetzt hier bin, denke ich mir, nee, ich mache hier weiterhin günstige Hosen, günstige Badehosen, günstige Jeans und kaufe mir lieber ein bisschen teureres Gold. Ohne Witz, weil was soll ich mir eine 100-Euro-Hose kaufen, wenn ich mir auch eine 15-Euro-Hose kaufen kann? Ich habe jetzt ja abgenommen und jetzt passen die alten Sachen nicht mehr. Und ich will ja weiterhin abnehmen und dann nehme ich vielleicht auch wieder zu. Also man braucht immer wieder neue Klamotten und da bin ich nicht bereit, viel Geld für auszugeben. Also da bin ich ein bisschen anders, ja. Da ist kein, für mich kein intrinsischer Wert drin, ne. Das kann ich nicht einschmelzen, krieg Geld wieder, ne. Ist dir klar, dass hier dann geschiedene Leute sind, ne? Komm, wo wir hier sind. Tote geschiedene Leute. Komm mal, da. Ich muss jetzt draußen warten, weil wir wurden gerade ermahnt, dass nur eine Person in die Umkleidekabine darf. Wir sind immer zusammen in einer Umkleidekabine. Als ob wir da was Böses machen würden. Haben wir noch nie, ne? Genau. Ich darf leider nicht umdrehen. Die Alexander sieht super, super aus. Ja. Das ist unsere Ausbeute. Sieht jetzt gar nicht so viel aus, ist aber sehr viel geworden. Einige Bikinis, Badehosen, Hosen, kurze Hosen. Hosen für unseren großen Sohn, Pulli für unseren mittleren Sohn, für unsere Tochter haben wir jetzt heute mal nichts gekauft. Ausnahmsweise. Jetzt ist es fast 14 Uhr, es ist 13.54 Uhr. Wir haben beide noch nichts gegessen. Doch du hast einen ganz kleinen Müsli-Riegel gegessen. Ne? Ja, ja. Und die Alexander macht jetzt erstmal ihr Frühstück hier mit leckerem Obst und ein bisschen Haferflocken. Und ich werde mir heute zum ersten Mal, glaube ich, mal einen Fruchtshake machen. Ich muss unbedingt mehr Obst wieder in mich reinkriegen. Und Kaliumspiegel hochschrauben, mache ich mir mal hier mit Sachen, die da sind. Und ja, wir haben ganz gut Geld ausgegeben, aber ja, fühlt sich eher so an wie Geld ausgeben 2002. Also es ist recht günstig da. Diese Poloshirts hier, die kaufe ich mir lieber auf dem Markt. Da habe ich einen Stand gehabt. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt noch der Preis ist, aber letztes Jahr waren es, glaube ich, 6 Euro pro Stück. Und da hatte ich mir welche gekauft, die waren gut und jetzt würde ich mir mal neue kaufen, auch nochmal ein paar alte ausmustern. Und ja, und Altkleider entsorgen wir so, dass wir die an den Mülleimer hier hängen, oben eine Tüte. Und hier kommt immer so eine ältere Dame und guckt, ob sich hier irgendwas finden lässt. Mal gucken, und wenn sie das nicht mitnimmt, tun es hier in irgendwelche Sammelstellen geben. Aber ja, ich habe jetzt halt 15 Kilo sind es knapp. Abgenommen, da passen einige Sachen nicht mehr. Ein paar Sachen sind auch so ausgeleiert, die passen keine Chance. Das muss ich jemand anziehen, der etwas dicker ist. Ich hoffe, ich werde nicht wieder so dick. Oh, oh. Aber ich habe noch einiges vor mir, deswegen ist es nur so ein Zwischenstand. Ich muss nochmal so 10 Kilo würde ich gerne noch abnehmen. Dann bin ich richtig schlank wieder und dann freue ich mich. So, die Hose, ich wollte es euch nur mal zeigen, bevor es wegkommt, die habe ich vor einem Jahr gekauft und die hat Anfang des Jahres noch gepasst. Und wie man sieht, die passt jetzt nicht mehr. Und ja, zwei Nummern kleiner jetzt schon mittlerweile. Aber ja, weiter geht's.